scheint irgendwie für viele nicht wirklich vorstellbar sein, in solchen Dimensionen zu denken. Und ich weiß ja trotzdem, wenn es manchmal schwerfällt, überfordert, das sind halt Themen, die wir irgendwie angehen müssen in der Welt hier, weil es so nicht weitergehen kann. Und da sind wir beim anderen Hauptschwerpunkt, warum die Mahnwachen ja auch sind, das Geldsystem. Dort wurde ja ganz massiv im Vorfeld von den Mahnwachen propagiert, jeder, der etwas gegen die Fed, das Federal Reserve System, also die US-Notenbank sagt, und da auch noch dann in Verbindung damit den Namen Rothschild in den Mund nimmt, der ist direkt ein Antisemit und ein Richter. So wurde ja gesagt. Gut, dann möchte ich daraufhin mal einen Beitrag, einen Gastbeitrag von Focus Money, also vom Focus, vorlesen, wo es genau um diese Thematik geht, das Geldkartell, wie die US-Notenbank die Weltfinanz manipuliert. Mal schauen, was die dazu sagen und tja, ob das dann auch Rechte sind oder was weiß ich, Frau Ditfurth. Entschuldigung, könnte ich mal gerade nicht verkneifen. Also oben drüber, gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht. Wer weiß, wer das gesagt hat? Genau, Gründer der Rothschild-Bankendynastie. Die US-Notenbank kontrolliert den Dollar und hat es in der Hand, ganze Volkswirtschaften in den Ruin zu treiben. Focus Money zeigt, wem die mächtigsten Zentralbank gehört und was sie alles manipuliert. Geld regiert die Welt, mitnichten. Es gibt noch eine Instanz der Macht über dem bloßen Reichtum. Denn wer das Geld regiert, dem kann der Rest so ziemlich scheißegal sein. Direkter als Meyer Amschel Rothschild, 1744 bis 1812 hat er gelebt, hat es kaum jemand formuliert. Überlegt mal, was das heißt wirklich, versucht das zu verstehen. Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht. Kommt euch das vielleicht ein bisschen bekannt vor in der heutigen Situation? Der Gründer der Rothschild-Bankendynastie wusste, wovon er sprach, denn er war einer, der in den Genuss dieser Kontrolle kam. Er und später sein Sohn Nathan waren im 19. Jahrhundert die wichtigsten Finanziers europäischer Staaten. Etwa 100 Jahre lang bis hinein ins 20. Jahrhundert war das Haus Rothschild die weltgrößte Bank. Ein alter Hut. Sowas funktioniert nur zu Zeiten, in denen Könige und Fürsten regierten. Von wegen. Die liquideste Währung der Welt wird nicht vom Staat kontrolliert. Nochmal datiert, das schreibt Focus Money. Das Monopol auf den Druck der Banknoten, die Hoheit über die Geldmenge und die Macht über Zinsen besitzt eine Privatinstitution, gegründet vom wohl mächtigsten Bankenkartell aller Zeiten. Ein gigantischer Bluff, demokratisch legitimiert. So sieht es nämlich aus. Der Dollar ist in der Hand des Federal Reserve System. Dessen Eigner sind Privatbanken, nicht der Staat. Versteht man das wirklich? Es ist nicht der Staat, der sagt jetzt, wie ist die Geldmenge, wie ist Inflation, Deflation. Das ist eine Firma wie, keine Ahnung, der, wo die Europagalerie leitet oder Lidl oder sonst was. Das ist eine Firma, das ist eine Privatbank. Ja? Diese Eigner sind Privatbanken. Wie gering der Einfluss der Regierung auf das ist, was die Fed anstellt, erklärte der langjährige Notenbankchef Alan Greenspan einmal recht deutlich in einem Fernsehinterview. Zunächst einmal ist die Federal Reserve eine unabhängige Agentur. Das bedeutet, dass es keine Regierungsagentur gibt, die unsere Aktionen außer Kraft setzen kann. Sowas sagt eine Privatfirma, die das Geld druckt, denen wir alle hinterherlaufen. Die US-Notenbank dient vielen Herren. Nicht zwangsläufig stehen die Interessen von Staat und Bürger ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Das ergibt sich schon aus der Entstehung der Notenbank, einem der klügsten Täuschungsmanöver in der Geschichte der modernen Welt. Schon der Name ist eine einzige Lüge. Wahrscheinlich war die Namensfindung das Genialste an der Erschaffung der Federal Reserve. Schließlich ist die US-Notenbank nicht staatlich, wie das Wort Federal vielleicht vermuten lässt. Und Reserven hatte sie auch keine. Ja? Ausgedacht hat sich den Bluff eine Gruppe von 7 Männern. Im Jahr 1910, die Herrschaften repräsentierten damals grob geschätzt ein Viertel des Reichtums auf diesem Planeten. Ein Viertel. Und diese 7 Männer
haben sich damals getroffen. Sie schufen ein Konstrukt, das die eigenen Pfründe sichert, die eigenen Taschen voll macht. Darum geht es den Banken. Es verschaffte ihnen die Kontrolle über den Dollar und damit die Fähigkeit, Geld aus dem Nichts zu erschaffen. Und obendrein noch die Möglichkeit, die Verluste der Allgemeinheit aufzubürden. Sollte ihr Milliardenspiel schiefgehen, kommt euch das bekannt vor? ESM, wer haftet mit seinem Geld, wenn die Banken Scheiße bauen? Wir. Die Sparer. Wir, die arbeiten gehen. Ja? Da hat damals ein klammheiliges Treffen stattgefunden. An einem kalten Novemberabend im Jahr 1910 bestiegen die Männer am Bahnhof New Jersey einen Privatwagen. Sie kamen einzeln, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich tue halt jetzt ein klein bisschen, ne? So, dann fahren die zusammen. Nee, Quatsch, ich kann nicht abkürzen. Sie haben keine Ahnung. Niemand durfte wissen, dass sich die Mächtigen treffen. Und warum? Die Aufschrift auf dem Waggon: Aldrich. Der Besitzer Nelson Aldrich organisierte die Reise. Allein er steht exemplarisch dafür, worum es den Männern ging. Aldrich war Senator von Rhode Island und Vorsitzender der Nationalen Währungskommission. Er war allerdings nicht nur Fürsprecher des Kohlskapitals im Senat, er war gleichzeitig Teil davon. Aldrich war Teilhaber der Bank J.P. Morgan und er war der Schwiegersohn von John D. Rockefeller Jr., einer der reichsten Männer der Welt. Und die sitzen da mit drin und wessen Interesse sollen die denn da vertreten, außer die eigenen die Taschen voll zu machen? Doch nicht unsere. Wer glaubt denn das noch? Außer Aldrich saßen im Wagen noch Frank Vanderlip, Präsident der National City Bank of New York und Vertreter von William Rockefeller und der Investmentbank Kuhn Loeb Company, Henry Davidson, Teilhaber von J.P. Morgan, Charles Norton, Präsident der First National Bank of New York, ja, sollen wir sagen, noch andere Leute, die bei Warburg arbeiten, Loeb sowie Vertreter der Rothschilds. Offiziell brachen ein paar Gentlemen zur Entenjagd auf. So nennt man das dann, wenn ein Geldkonstrukt, ein System geschaffen wird, das die ganze Welt noch nicht mal 100 Jahre später im Würgegriff hält. Ziel der Reise: eine kleine Insel namens Jekyll Island, vor der Küste eines Fischerdörfchens in Georgia. Die Insel gehörte J.P. Morgan. Hier konnten sie ungestört einen Plan ausarbeiten, der das Geldsystem für immer revolutionierte. Warum die Banken eine Notenbank wollten? Vor allem zwei Entwicklungen trieben die Gentlemen nach Jekyll Island. Es entwickelt sich ein Trend in der Industrie und jetzt passt man gut auf, wie irrsinnig das Ganze eigentlich ist, was wir hier treiben. Es entwickelt sich ein Trend in der Industrie. Das Wachstum wurde verstärkt durch Gewinne anstatt durch Kredite finanziert. Das heißt, die hatten das Geld, die mussten keine Schulden aufnehmen, weil die Wirtschaft floriert hatte. Selbst die US-Regierung wurde sparsamer, baute Goldreserven auf und die Verschuldung ab. Das lag an der begrenzten Geldmenge. Zwar durften die Banken mehr Kapital verleihen, als sie an Einlagen verwalteten, doch es gab eine feste Grenze, die Menge des von der Bank gehaltenen Goldes. Dennoch kam es in den Jahren vor 1910 immer wieder zu Verwerfungen. Nicht wenige Institute verliehen zu viel Geld bei ziemlich geringen Reserven. Also sie verleihen mehr Geld, als sie eigentlich im Tresor drin haben. Nichts anderes, als das heute auch noch der Fall ist. Sobald zu viele Schecks der Kunden an andere Institute ausbezahlt werden mussten, waren die Reserven verbraucht. Binnen weniger Jahren gingen mehrere tausend Banken deswegen pleite. Das Kartell, perfider Plan der Hochverlands. Wie ließen sich also die geringen Reserven der Banken bündeln, um zumindest große Institute vor einem Zusammenbruch zu schützen? Und sollten Institute dennoch umfallen, wie ließen sich die Verluste der Bankbesitzer auf die Allgemeinheit abwälzen? Und zu guter Letzt, wie könnte man die Geldmenge elastischer machen, wie es die Banker nannten, damit die Industrie wieder auf den Pfad der Verschuldung zurückkehrt und die Banken mehr Geschäft machen? Knapp eine Woche brütete die Jekyll Island-Clique. Heraus kam das Konstrukt der Federal Reserve, so undurchsichtig, dass niemand Verdacht schöpfte, wer den Plan entworfen hatte und wem er am meisten nützen würde. Ich tue es jetzt ein klein bisschen abkürzen, weil ich merke, dass es ziemlich schwer ist, dem Vorgelesenen so zu folgen. Aber ich denke, ihr merkt, worum es geht. Die nächste Überschrift wäre dann der machtlose Staat, dass das FED-System aus 12 Regionalbanken sitzen und dass der Staat eigentlich keinen wirklichen Einfluss hat
Das große Spiel der Zinsmanipulation wird auch erwähnt. Wie gesagt, im Focus Money. Ich muss euch das nicht alles vorlesen, denn das ist wieder der Punkt. Übernehmt Eigenverantwortung. Schaut hin. Glaubt nicht mehr alles, was gesagt wird. Ja? Und dann geht es halt, es geht genauso weiter. Heute sind die Eingriffe der Notenbanken für jedermann unübersehbar und spürbar. Ja, genau so geht es weiter. Das System der FED sieht immer so aus, dass am Ende die Bank gewinnt. Und das ist vielleicht das, um wieder den Bogen zu schließen zum Anfang und auch zu der Rede von Benny. Es gibt einfach Sachen, man merkt das, es hört sich so kompliziert an. Man denkt, das kann sich doch keiner ausdenken oder sowas. Aber das passiert. Das passiert tatsächlich. Und wir hinterfragen dieses Geldsystem, das ganze Konstrukt, das allem hinten dran liegt, trauen wir uns gar nicht mehr zu hinterfragen, weil wir alle so groß geworden sind, dass das ganz normal ist. Und wir wundern uns nur, dass es immer mehr Menschen schlecht geht. Aber ich freue mich, dass es immer mehr Menschen gibt, die begreifen, dass es mit dem Geldsystem zu tun hat und dass auch mal im Focus Money so ein Bericht zu lesen ist, wo man wirklich die Hintergründe erfährt, was passiert dort. Es gibt eine Handvoll Menschen, wenige Menschen, die in der Lage sind, über Jahrhunderte zu planen, über Generationen hinweg Pläne zu machen und die durchzuziehen. Das ist keine Utopie und das machen welche schon seit über 200-300 Jahren oder sogar schon länger. Das weiß ich jetzt nicht, aber 200-300 Jahre, das Geldsystem von heute auf alle Fälle. Und es wird allerhöchste Zeit, dass die Menschen aufwachen und merken, wir werden dadurch manipuliert und sagen, wir lassen uns das nicht mehr länger gefallen. Ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken. Dankeschön.